Nee, umgekehrt. Frau Präsidentin, Frau Wehrbeauftragte, meine Damen und Herren! Der Bundeskanzler hat sich festgelegt. Er wird den Taurus nicht an die Ukraine liefern. Dass er dafür nach Monaten des Streits auf ein öffentliches Basta zurückgreifen muss, sagt viel aus über den Zustand der Koalition und noch mehr über den Wert seiner Richtlinienkompetenz. Ich bin der Kanzler, und deshalb gilt das, sagte Olaf Scholz. Gut, Herr Bundeskanzler, dass Sie, Ihr Kabinett und die Deutschen daran erinnern, dass Sie Kanzler sind. Man merkt es nämlich nicht. In der Sache haben Sie recht. Der Taurus ist ein Waffensystem mit dem Potenzial, aus dem Krieg um die Ukraine einen Krieg in ganz Europa zu machen, einen großen Krieg. Dass wir hier im Bundestag Frauen wie Britta Hasselmann haben, die vor Kriegsmüdigkeit warnen, oder wie die Ausschussvorsitzende Strack-Zimmermann, die den Krieg auf dem Schlachtfeld entscheiden will, ist ein schlechter Witz. Diese Frauen haben weder die Fähigkeit, den Irrsinn ihrer absurden Forderungen zu erfassen, noch sind sie es, die ihre Enkelkinder an die Front schicken müssen. Solche Durchhalteparolen im Stil des Frühjahrs 45 sind einfach nur eines: unanständig und dumm. Meine Damen und Herren, vor 3 Wochen haben sich der Inspekteur der Luftwaffe und 3 seiner Offiziere abhören lassen. 4 Tage davor wiederholte Verteidigungsminister Pistorius noch sein Mantra der Kriegstüchtigkeit. Die Bevölkerung solle sich mit der Gefahrenlage auseinandersetzen. Das ist sie. Diese riesige Lücke zwischen Anspruch und Wirklichkeit immer in der Ampelkoalition. Immer das große Wort führen, Kriegstüchtigkeit, aber nicht einmal den eigenen engsten Bereich unter Kontrolle haben. Der Abhörskandal hat einen enormen Schaden angerichtet. Der Inspekteur der Luftwaffe plaudert mal soeben deutsche Staatsgeheimnisse aus, Anzahl der einsatzbereiten Taurus, plaudert mal soeben Staatsgeheimnisse anderer Nationen aus, verdeckter Einsatz amerikanischer Militärberater in der Ukraine, plaudert dann munter weiter, wie deutsche Soldaten verdeckt den Einsatz des Taurus unterstützen könnte. Und alles in einem Ton, als ob es sich um irgendein Spiel handeln würde. Es ist diese Bundesregierung, die seit Antritt das große Wort von der Zeitenwende führt, sich aber nicht an die eigenen Regeln halten kann, das Rumquatschen nicht unter Kontrolle bekommt. Sie können es nicht. Und ihr zweiter Geheimdienst, der MAD. Was macht er eigentlich? Spionageabwehr ist es ja offensichtlich nicht. Und jetzt geben Sie ernsthaft Putin die Schuld, dass Russland das geheime Gespräch abgehört hat. Ihre Vorgängerin Merkel stellte vor x Jahren schon fest, dass selbst die Amerikaner uns überwachen. Abhören unter Freunden geht gar nicht. Doch, das geht. Bis heute übrigens. Und genau so hören die Russen ab und die Chinesen. Und die Aufgabe des MAD und des Verfassungsschutzes wäre es, Deutschland davor zu schützen. Aber das können die nicht, weil sie den ganzen Tag damit beschäftigt sind, die Facebook-Profile von Bürgern auszuschnüffeln. Das ist die Wahrheit. Der Abhörskandal in der Bundeswehr offenbart wieder einmal den ganzen Dilettantismus dieser Regierung. Seit über 2 Jahren sehen wir dieses unwürdige Spiel. Es gibt da keine Reparaturmöglichkeiten. Diese Regierung gehört abgelöst. Richtig bleibt jedoch das erste Machtwort des Kanzlers, seit er im Amt ist: Nein zum Taurus. Bleiben Sie dabei, Herr Bundeskanzler, auch wenn Ihre Gründe dafür im Dunkeln liegen mögen. Dankeschön.
Falco Drossmann für die SPD-Fraktion ist der nächste Redner.